Könnt ihr auch Aussagen wie "Der Klimawandel betrifft mich nicht"? Diese Schlagzeilen hier zeigen, dass der Klimawandel auch in Deutschland angekommen ist. Spätestens seit den Hitzesommern 2018 und 2019 kann niemand mehr die Augen davor verschließen. Hierzulande gehen die Risiken vor allem von extremer Hitze und Trockenheit aus, aber auch von starken Niederschlägen und Überschwemmungen. Die kalten Perioden im Winter werden sehr viel kürzer und die warmen Perioden im Sommer sehr viel länger. Hier leiden besonders ältere und vorerkrankte Menschen, aber auch Kinder. Da die meisten von uns in Städten leben, lässt sich hier auch nochmal sagen, dass da die Belastung besonders groß ist, weil wir hier eine besonders dichte Bebauung haben und sehr viel Boden versiegelt ist. Der Klimawandel beeinflusst unsere Ökonomie und Ökologie und hat Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Nun denken wir an den Sommer 2018, der sehr heiß war. Es gab Meldungen aus der Landwirtschaft, dass wir große Ernteeinbußen hatten. Wenn wir jetzt mal auf unsere Flüsse schauen, ist klar, wenn es sehr trocken ist, haben die weniger Wasser. Manche Flüsse sind sogar ausgetrocknet. Unsere Flüsse sind ein wichtiger Transportweg und die Frachtschiffe konnten nicht mehr überall fahren, beziehungsweise nur weniger Ladung mitnehmen, damit sie nicht auf Grund liefen. Spätestens seit dem Sommer 2018 sehen wir auch die Auswirkungen in unseren Wäldern. Die Tier- und Pflanzenarten leiden unter den Auswirkungen des Klimawandels. Im Sommer ist es so trocken, dass viele Tiere Durst leiden. Und wenn wir nun mal auf die Zugvögel schauen, dann ist es so, dass die erhöhten Temperaturen dazu führen, dass sie sich ungefähr einen Monat länger bei uns aufhalten, als sie es noch 1970 getan haben. Der Klimawandel wirkt sich auch auf unsere Ökosysteme aus. Durch veränderte Temperaturen und auch andere Witterungsverläufe ändern sich die Zusammensetzung von Artengemeinschaften. Bis zu 30% der Tier- und Pflanzenarten sind betroffen. Und wenn die Entwicklung so weitergeht, könnten diese uns in den nächsten Jahrzehnten verloren gehen. Andererseits kann es sein, dass fremde Arten, also Tier- und Pflanzenarten, dazukommen und in Konkurrenz mit bereits hier lebenden Arten treten. Es ist davon auszugehen, dass die Auswirkungen des Klimawandels sich weiter verstärken werden. Und dementsprechend braucht es Maßnahmen, die hier getroffen werden müssen, damit wir gewappnet sind. Und daher hat die Bundesregierung im Jahr 2008 die deutsche Anpassungsstrategie beschlossen. Wenn wir uns all das anschauen, worüber ich gerade gesprochen habe, lässt es sich nicht mehr leugnen. Der Klimawandel ist da, auch in Deutschland.